Guten Morgen. Ich möchte diesen Vlog zum Anlass nehmen. Diesen Vlog. Ich möchte dieses Video zum Anlass nehmen, mal so ein paar Sachen zurechtzurücken. Für mich. Auch im Allgemeinen. Was meine Videos angeht. Was den Inhalt und die Inhalte meiner Videos angeht. Und wie bei allem im Leben, wenn man offen bleibt und in der Lage ist und bereit ist, sich weiterzuentwickeln, hat sich da für mich natürlich auch viel verändert in den Jahren, in denen ich Videos mache. Anfangs hatte ich einen einzigen Grund, Videos zu machen, und das war, mich weiterzuentwickeln. Es ging mir in keiner Weise darum, die Welt zu verändern oder Menschen Denkanstöße zu geben, sondern es ging mir in erster Linie erstmal darum, rauszugehen, aus mir selbst rauszugehen und über Dinge zu sprechen in der Öffentlichkeit sozusagen, ja, das erste Mal quasi so in der Öffentlichkeit darüber zu sprechen, was einen bewegt, ja, und dabei halt auch so eine Art Seelenstriptease zu machen und auch keine Angst mehr zu haben, die inneren menschlichen Regungen, Eigenheiten, Gewohnheiten und ähnliches offen zu legen und offen zu dekonstruieren für sich selbst, um sich von Mustern und von Paradigmen zu befreien, die einen bestimmt haben, die aber nicht eigentlich wirklich die eigene Kreation waren, ja, und sind. Im Zuge dessen merkt man natürlich, dass dieser Weg, wenn man diesen Weg beschreitet, wenn man sich dazu entscheidet, sich nicht mehr fremdbestimmen zu lassen von Denkmustern, von moralischen, vorgefertigten Denkmustern, die einem anerzogen werden, die man als selbstverständlich hinnimmt, geht es natürlich mit einer gewissen Euphorie auch einher, mit einer gewissen Freude über die Wiedererlangung der Selbstbestimmung, ja, und der Fähigkeit, sich selbst, ja, zu erkennen und zu verstehen. Und in dem Moment halt auch die Macht über sich selbst zu erlangen, sich zu verändern. Und dann möchte man das natürlich auch weiter hinaustragen. Ich möchte diese Möglichkeit auch anderen Menschen, die vielleicht noch nicht darüber nachgedacht haben oder noch nie auf diesen Trichter gekommen sind, diese Möglichkeit bieten. Weil man halt auch merkt, dass man von ganz, ganz vielen Problemen, die man meint zu haben im Leben, auf einmal befreit wird. Weil man immer gedacht hat, an diesen Problemen, die man hat, sind die anderen schuld, ja, und sind ist die Bedingungen, in der man aufwächst, schuld, oder ist alles Mögliche für verantwortlich, nur man selber nicht. Ja. Und ja, dieser Wechsel vom fremdbestimmten Denken und Handeln zum selbstbestimmten Denken und Handeln ist ein schwieriger Prozess. Mit Rückschlägen und allem drum und dran, mit jahrelangem Kampf mit sich selbst. Aber es gibt, glaube ich, kaum irgendeine Anstrengung im Leben, die sich so dermaßen lohnt. Ja. Und klar, im Laufe der Jahre, wenn man sich dann halt mit Menschen auch austauscht, die tatsächlich auch dasselbe machen mit sich und die tatsächlich die Selbstverantwortung wieder übernehmen für sich und das Leben, dann verliert man vielleicht manchmal so den Blick dafür, wie schwierig eigentlich dieser Weg ist. Ja, und dass es ganz oft eine Art Trauma überhaupt braucht, um zu diesem Punkt zu kommen, dass man sich überhaupt selbst in Frage stellt und das, was man bisher gelebt hat. Und je älter man wird, je mehrere Jahre man das schon gelebt hat und nach außen getragen hat, desto schwerer fällt es natürlich auch, davon Abstand zu nehmen, weil wir ja auch in einer Gesellschaft leben, in der es ganz, ganz üble, soll ich sagen, ganz, ganz übel negativ aufgeladen ist, wenn man eingesteht, dass man was falsch gemacht hat. Ja? Eigentlich der Motor und das Notwendigste, um sich weiterentwickeln zu können, ist ja, sich Fehler einzugestehen, beziehungsweise Fehler zu erkennen, die Ursachen zu beheben und diese Fehler nicht mehr zu machen. Ne? Das heißt, es ist ja ein gesunder Prozess, eigentlich was Positives, aber wir leben halt in einer Gesellschaft, in einer Kultur, in der Fehler oder irgendwelche, ja, wenn man sich selbst eingesteht, dass man irgendwas falsch gemacht hat oder dass man auf dem Holzweg war, irgendwas ganz, ganz Schlechtes ist, ja, und Schwäche irgendwie bedeutet und so. Und das Gegenteil ist natürlich der Fall, ja. Denn es gibt kaum einen härteren Weg, als den sich selbst immer wieder
zu korrigieren. Ja? Und zwar nicht im Sinne einer vorgegebenen Ideologie oder eines Ideals, sondern im Sinne des eigenen gesunden Menschenverstandes, indem man eben Schicht für Schicht der Ursache von bestimmten Denkmustern und Verhaltensmustern tatsächlich auf den Grund geht, in sich selbst. Ja? Tatsächlich auf den Grund geht, auch da, wo es dann halt unangenehm wird und wo es dann schmerzt und wehtut und so weiter. Und ja, wie gesagt, dass man da in der Regel nicht zu bereit ist und das nicht möchte und alles tut, um das zu vermeiden, ja, um sich selbst wirklich im Spiegel zu sehen, im eigenen Spiegel vor sich selbst, das ist ja weit verbreitet und das kenne ich ja von mir selbst auch bis zu einem gewissen Punkt, bis halt was passiert in deinem Leben, wo du sagst irgendwie, das so kann es nicht weitergehen, irgendwas stimmt hier nicht, ne? Und es kann nicht sein, dass dafür nur die anderen verantwortlich sind oder irgendwelche Umstände verantwortlich sind. Ja. So, nach ja mittlerweile 7 Jahren, wie lange ich jetzt Videos mache, hat es verschiedenste Phasen gegeben und ich kann zu jeder Phase und zu jeder Entwicklungsphase, sage ich mal, offen stehen. Ja, also ich, auch wenn ich heute über viele Dinge ganz anders denke, als zu der Zeit, als ich die Videos gemacht habe, oder merke, dass ich mir selbst da noch was vorgemacht habe an bestimmten Stellen. Man ist ja dann oftmals euphorisch in so einem Selbstentwicklungsprozess, dass man sagt, okay, jetzt habe ich das intellektuell erkannt. Ja, das heißt, das habe ich auch gleich schon umgesetzt. Das ist natürlich nicht der Fall. Wenn ich irgendwas intellektuell erkannt habe, muss ich das erstmal integrieren in mein Leben und in meine Verhaltensweisen. Ich muss mich umtrainieren sozusagen, ja, um diese auch emotionalen Reaktionsmuster und so weiter. Das ist ein langer, schwieriger Prozess, in dem man sich immer wieder selbst ertappt und immer wieder selbst korrigieren muss, ja. Und diese Entwicklung sich anzuschauen, beziehungsweise diese Entwicklung auch offen zu legen, das ist meiner Ansicht nach einfach wichtig, weil es immer wieder Menschen geben kann, wie auch ich damals, als es mir darum ging, irgendwie einen Weg da rauszufinden, andere Menschen gesehen habe, die das offen gelegt haben, die sich offen geäußert haben dazu, die das mit anderen geteilt haben. Und das gibt einem natürlich eine enorme Motivation als Mensch, weil man als Mensch einfach andere auch braucht. Ne? Und dieser sogenannte Gruppendruck, sage ich mal, der ist vielleicht gar nicht so schlecht in manchen Sachen, weil man dann das Gefühl hat, dass man was Sinnvolles macht, ja, dass man diese Anstrengung tatsächlich für was auf sich nimmt, das sich lohnt für einen selbst und für das Leben, ja, das man führt. Und ja, wenn ich heute Videos mache, dann ist das klar. Ich habe noch vor kurzem in vielen Vlogs, die ich gemacht habe, gesagt, geht es hier darum, das mal offen in den Raum zu stellen. Ja, was ich zu sagen habe, um das einer möglichst breiten Masse zur Verfügung zu stellen, um zu diskutieren, um drüber zu reden und so weiter. Ist natürlich leicht naiv verblendet gewesen von mir, zu glauben, dass das tatsächlich so funktioniert. Unter den Kommentaren und Reaktionen und so weiter muss man dann halt schon suchen, ob man den einen oder anderen findet, der tatsächlich auch schon hinter diese Fassade der eigenen, der eigenen Abschirmung von jeglichem freien Denken und von jeglicher Selbstbestimmung tatsächlich schon durchgeblickt hat, der schon ja die Augen ein bisschen mehr geöffnet hat, ja, für sich selbst, für sein Denken, woher das alles kommt und warum und weshalb, ja, Menschen so oder so handeln. Und das ist natürlich nahezu unmöglich in so einem offenen Raum wie dem Internet, dem weltweit vernetzten Kommunikationsaustausch zu erwarten, dass man da vernünftige Diskussionen und so weiter machen kann. Das ist ja ganz klar. Und das sieht man ja auch an vielen Kommentaren, Reaktionen, dass erstens nicht mal im Ansatz wirklich verstanden wurde, worum es tatsächlich geht, sondern dass nur die einfachen emotionalen Reaktionsmuster arbeiten. Das heißt, ich lese den Titel, höre 1-2 Sätze und denke dann, ach, das ist so einer, wie gesagt, da kann man zum Beispiel linksversiffter Idealist oder was weiß ich was sagen. Und dann braucht man gar nicht mehr weiter, dann braucht man nicht mehr weiterdenken. Das ist die ganz normale Reaktionsweise, das kann man auch keinem übel nehmen. Ja? So sind wir erzogen über Generationen, so ist, das wurde uns antrainiert. Das sind Dinge, die man von sich selbst auch immer wieder erkennt und erkennen muss. Da gibt es gar keinen Grund, da auch emotional drauf zu reagieren. Ja, das wäre ja, dann wären wir ja selber wieder in diese Fremdbestimmung zurückverfallen. Ja. Das sind natürlich komplett lächerliche Reaktionen, komplett lächerliche Argumentationen, die nichts standhalten. Ja, also
Ich denke manchmal, selbst mein 7-jähriger Sohn könnte diese Argumente in der Luft zerpflücken, die da kommen. Ja, und das tut er auch. Übrigens, wenn man über solche Themen mit ihm redet, wie jetzt in meinem letzten Video, war ja klar, dass das kontroverse Reaktionen hervorruft. Ja? Aber was ich da sage, ist einfach Fakt. Und zwar so lange, bis man in der Lage ist, tatsächlich argumentativ im gesunden Menschenverstand zugänglich und auch für alle geltend, das wirklich zu zerlegen oder Gegenargumente zu finden oder zu widerlegen. Ja? Und das ist halt ein Punkt, der mir wichtig ist bei meinen Videos mittlerweile. Und mir geht es nicht mehr darum, tatsächlich irgendwen Denkanstöße zu geben, tatsächlich irgendwen offenzulegen, was er für Möglichkeiten hat oder irgendwas zu verändern. Ja, also das ist mir mittlerweile hundertprozentig klar, dass diese Hoffnung erstens nicht besteht, nicht gerechtfertigt ist. Das hätte ja auch was Belehrendes, ne? Ist ja Unsinn. Sollte man ja nicht tun, das führt ja nur zu mehr Blockaden. Sondern mir geht es einfach darum, dass es gesagt ist. Ne? Das sind Dinge, die sind mir wichtig und das ist gesagt. So, ich habe die Möglichkeit, ein Video draus zu machen. Ich habe die Möglichkeit, dieses Video publik zu machen. Das ist eine ganz tolle Sache in meinen Augen nach wie vor. Und diese Möglichkeiten, ich bin auch der Überzeugung, irgendwann wird das Internet, die sozialen Medien, die sozialen Plattformen auch mal wirklich tatsächlich sinnvoll und produktiv und effizient für eine Gesellschaft und für eine Gemeinschaft, für die menschliche Gemeinschaft genutzt werden. Das ist halt noch lange nicht der Fall und dazu ist die Bevölkerung auch noch lange nicht reif genug. Ja. Aber mir geht es einfach darum, ja, dass es gesagt ist, dass ich mir selbst nichts verberge, ja, dass ich für mich auch die Möglichkeit habe, das wie so ein Tagebuch quasi mir auch mal wieder zu vor Augen zu führen, ja, dass ich selbst ja auch einen Entwicklungsprozess durchlaufen habe und um nicht da in Frust oder in Aggression oder in Verbitterung zu geraten, was mir schon zigfach passiert ist, ja, aber es geht ja darum, dass man sich das immer wieder vor Augen führt. Ja. Also es ist eigentlich im Grunde ist total sinnlos, da zu argumentieren. Ja. Es ist total sinnlos zu argumentieren, wenn jemand sagt, die integrieren sich so oder so nicht, die wollen das gar nicht, die haben schon so und so viele abgestochen, die. Wenn ein Mensch so über andere Menschen redet, ja, dann ist jegliche Grundlage für irgendeine Auseinandersetzung ist nicht da. Ne? Da ist nichts zu machen. Da kann man nicht diskutieren, da kannst du auch keine Sozialarbeit machen oder so. Das ist ein Denkmuster, das ist ganz primitiv, ja, das ist ganz instinktiv, das ist diese Angst vor dem Fremden. Darum ging es ja gerade in dem Video, was ich gemacht habe, wo das herkommt, was fremd überhaupt ist, was das bedeutet, wird überhaupt nicht verstanden, ja, obwohl es offensichtlich Common Sense ist, was da gesagt wird. Ja, also da habe ich auch keine Hemmung und das fühle ich auch nicht als Überheblichkeit oder ähnliches, aber was da gesagt wurde, was ich da sage, ist Common Sense, das ist irgendwie zu Ende gedacht. Ja, und das ist nicht, die machen das sowieso nicht, die. Das ist halt, wie soll ich das nennen? Das ist wie so ein, ja, das ist wie so eine Konditionierung, ja, von einem Hund. Ja, die kriegst du ganz schwer wieder raus und du brauchst mindestens so lange Zeit, wie es gedauert hat, die da reinzukriegen. Ja. Und das kann auch keiner von außen machen, da kann man nicht drüber reden. Das wird nur zu noch mehr Verschließen führen und man sieht ja auch, dass überhaupt nicht über den Inhalt tatsächlich nachgedacht wurde, sondern es ist einfach so eine emotionale Reaktion rausgebellt wird. Ja? Also ich habe so eine emotionale Reaktion, ich weiß weder, wo das herkommt, das sind so Gedankenmuster, Wertemuster, die gar nicht meine eigenen sind, die sind mir anerzogen worden, beziehungsweise habe ich finale Schlüsse gezogen aus bestimmten Situationen, die ich mal erlebt habe, ohne wirklich über die Situation nachzudenken, ohne die wirklich zu analysieren, meinen gesunden Menschenverstand zu gebrauchen und mich auch anzustrengen, um was zu erfahren, um zu erkennen, was da los ist, sondern ich wähle den einfachen Weg, der ja, emotional aggressiven Reaktion oder emotional dopamingesteuerten Reaktion, indem ich sage, und indem ich mir selbst herrliche
Vorstellungen mache von mir selbst und von denen und wie schlecht die sind und wie toll ich doch bin und dass ich dieses tolle moralische verteidigen muss, diese Superhelden-Idiotie, die da irgendwie dahinter steht, ganz tief dem zugrunde legt, aber noch nicht mal so weit denkt man ja in so einem Fall. Das heißt, es hat überhaupt keinen Sinn und solche Diskussionen sind nutzlos, energieraubend und führen natürlich zu gar nichts. Und deswegen mache ich die Videos einfach online fertig. So. Ich mache die für mich, ich mache das für das Leben, weil ich bin Teil des Lebens, das kann man auch so sagen. Ich mache für das Leben allgemein, für die Gesellschaft, für die Gemeinschaft, wie auch immer. Das ist mein Beitrag und was damit angefangen wird, ist im Endeffekt nicht so relevant. Denn als Teil von allem habe ich es gesagt und habe es offengelegt. Und diejenigen, die die selbst diesen Weg gegangen sind und die selbst an sich arbeiten, die bereit sind, diesen Kampf aufzunehmen gegen die alten Muster und gegen die fremdbestimmten Gedankenstrukturen, denen brauche ich ja nichts erzählen. Ne? Wozu sollte ich das dann machen? Und auch dieser Austausch dann, warum sollte ich mit denen dann auch in mir gegenseitig, warum sollten wir uns da gegenseitig bestätigen oder so? Ja, das brauche ich nicht. Ne? Und das ist ja auch, ich meine, es gab Phasen, wo mir das sehr wichtig war. Und das ist ja meistens in der Anfangsphase, wenn dieses alte Ego immer wieder zurückschlägt und dich immer wieder in Unsicherheit versetzt und immer wieder sagt, sag mal, irgendwie, vielleicht stimmt ja mit dir doch was nicht, weil ich meine, die große Masse, die meisten folgen doch diesen Prinzipien. Ja? Also vielleicht stimmt ja mit dir was nicht. Und dann musst du dich immer wieder daran erinnern, nein, du denkst nach, du denkst, fühlst in dich, du siehst in dir und du siehst, wie diese Dinge entstanden sind, du siehst die Konsequenzen aus diesen antrainierten Verhaltensweisen, du siehst, dass es lebensfeindlich ist, dass es letztendlich dir selbst auch schadet, du siehst, dass es zu nichts führt und du erkennst das Potenzial, das ein Mensch tatsächlich hat, wenn er bereit ist, sich anzustrengen, zu arbeiten, mit sich selbst, mit anderen, an sich selbst und vor allen Dingen an der menschlichen Psyche, ja, an diesen psychologischen Mustern, die er in sich hat und die so verhärtet sind. Und du siehst, diesen Erfolg musst dir immer wieder zeigen, dass du selbst eigenständig, aus eigenem Denken, aus eigener Analyse zu diesen Schlüssen kommst. Und du kommst zu diesen Schlüssen und in dem Moment weißt du wieder hundertprozentig sicher, dass dieser Schluss halt, was meistens kein Schluss ist, weil es immer weitergeht, aber dass diese Erkenntnis oder diese Einsicht deins ist. Dass du dazu stehen kannst. Dass du auch dazu stehen kannst gegen hunderte, tausende anderer Meinungen. Weil du jede Meinung ganz einfach als Meinung erkennst und nicht als eine tatsächliche, dem gesunden Menschenverstand folgende Analyse der Situation. Ja. Die Meinung ist komplett irrelevant und ist auch nicht mehr bedrohlich in dem Moment. Ja. Die Meinung, die Ausländer sind alle schuld an unserem Problem, ist eine Meinung, die ist primitiv, die ist naiv, da ist nichts dahinter. Das heißt, die ist weder bedrohlich noch sonst irgendwas. Ja. Was bedrohlich vielleicht wirken könnte, ist die Vereinigung ganz vieler dummer Meinungen, die dann glauben, durch die Stärke der Masse die anderen einfach überrennen zu können. Ja, und dann zufrieden und glücklich sind, oh boah, wir haben sie in den Boden getrampelt, die kommen nicht mehr hoch, wir können jetzt unsere einfache Meinung zelebrieren und haben jetzt Recht. Wissen insgeheim natürlich, dass sie nicht Recht haben, aber deswegen müssen sie ja aggressiv sein und die anderen versuchen zu unterdrücken, ja, oder wegzuschieben. Es gibt keinen anderen Grund für so ein Verhalten, andere Menschen zu kategorisieren, abzuwerten, weghaben zu wollen, außer Angst. Ja, das ist Hosenscheißerei. Also jegliche Form von Rassismus, Faschismus, wenn man Leute irgendwie degradiert, diffamiert, ist Hosenscheißerei. Ja, da ist man eigentlich der größte Feigling vor sich selbst und vor anderen, den man sich nur vorstellen kann. Ja. Also, in meinen Videos geht es darum, nicht zu überzeugen. Es geht mir nicht darum, politisch irgendwelchen Einfluss zu üben, ja, oder irgendwen zu beeinflussen in der Gesellschaft, was auch immer. Es geht mir darum nicht mehr. Ne? Mir geht es einfach nur darum, dass es gesagt wurde. Das nur mal vorneweg, bevor jemanden sich das nächste Mal irgendwie die Zeit nimmt und seine Energie darauf auslegt, unter meinen Videos irgendwelche hetzerischen Kommentare zu schreiben oder zu versuchen, mich zu überzeugen, indem er sagt, ja, aber da in den Nachrichten sagen sie doch immer das und das oder ähnliches. Das ist Energieverschwendung, ne? Dann das bringt nichts.
Und ich werde da auch nicht drauf reagieren. Ich werde auch keine Diskussionen da mehr anstrengen. Gesagt, es ist auch meistens alles gesagt in meinen Videos. Ich weiß, die sind lang und wenn man Lust hat, kann man sich das anhören. Und dann kann man versuchen, sich da reinzudenken. Man kann es aber auch lassen. Aber wenn ich schon irgendwie was dazu schreibe, dann muss ich natürlich auch versuchen, mir den Inhalt erstmal vor Augen zu führen. Sonst macht es keinen Sinn. Sonst ist das auch Zeitverschwendung. Gut, das wollte ich jetzt mal gesagt haben. Ich wünsche noch einen schönen Tag und ein schönes Wochenende an alle.